Heute, meine lieben Freunde, rüttel ich euch und rufe euch zu. Mensch, wach auf! Denn alles hat sich verändert und nichts ist mehr so, wie es einmal war. Die Erde wehrt sich und der Aufstand der Natur hat längst begonnen. Tornados, Orkane und immer mehr verheerende Stürme toben durch die Länder auf der ganzen Welt. Auch bei uns. Und es wird immer heftiger. Wir Erdenbewohner in Deutschland erleben das, was wir bisher größtenteils nur aus den Nachrichten erfahren haben, was für Naturkatastrophen sich in anderen Ländern ereignet hatten. Leider ist damit zu rechnen, dass diese Naturkatastrophen zunehmen werden, denn die Folgen des Klimawechsels sind nicht mehr überschaubar. Auch wenn wir noch so gern wegschauen wollen. Ist diese Welt überhaupt noch zu retten? Kommt etwa jede Hilfe schon zu spät? Nehmen nicht in den letzten Jahren die Überschwemmungen auch bei uns in Deutschland zu? Ja, wir stellen fest, dass das Wetter verrückt spielt. Aber sollte es nicht besser heißen, die Menschen sind verrückt? Denn sie haben es so weit kommen lassen, dass sich im Sommer die Städte in Hitzehöllen verwandeln und die Thermometer über 30 Grad hochklettern. Und dabei werden die Winter immer kürzer und milder. Der Klimawechsel zeigt sich immer stärker. Doch ändern wir etwas daran? Und ist uns das in voller Macht bewusst? Nein, wir verschließen die Augen und ignorieren, was um uns wettermäßig passiert und hoffen, dass sich alles wieder zum Guten ändert. Es ist Zeit aufzuwachen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo Covid-19 uns beherrscht. Alle, die ganze Welt steht im Wandel durch das Coronavirus. Es ist nun Zeit, darüber nachzudenken, was wir ändern könnten, ja, müssen, auch du. Ehrlich, geht es uns Deutschen noch nicht schlecht genug, um aufzuwachen? Müssen wir zu Ballermann, nach Mallorca, um mal wieder ordentlich die Sau rauszulassen und unser Land in einen schlechten Ruf zu bringen? Eines sollte nicht vergessen werden. Wir sind nur Gast auf dieser Welt. Und benimmt sich so ein Gast? Mensch, erwache, öffne die Augen. In diesem Sinne, lichtvolle Grüße von eurer Deria.